Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Days of the Tentacle. Tür betreten. Oh, so. Aha, hier haben wir doch schon die Statue verändert. Seltsam. Muss ein Edison sein. Sieht ziemlich schwer aus. Und wir wussten nicht warum. Da steht, Edna, danke, dass du mir das Fieber gabst. Sieht aus wie mein Physikprofessor im zweiten Schuljahr. Wow, was für ein Mann. Keine Scherze, mein Lieber. Entschuldigung. Was ist? Ich habe... Sag mal, bist du nicht Bernard Bernoulli? Ja, das stimmt. Ich wusste es. Du bist vor ein paar Jahren in unser Motel eingebrochen, um deinen Freund zu retten. Warum bist du diesmal gekommen? Ich versuche, ein Tentakel von der Diktatur abzuhalten. Wirklich? Wie schön. Wie geht es, Dr. Fred? Nun, er ist immer noch besorgt über die finanzielle Situation. Er glaubt, es wäre alles sein Fehler, aber es scheint besser zu sein, seitdem er nicht mehr schlafwandelt. Wie hat er die Finanzen ruiniert? Tja, eigentlich sollten wir Millionen mit dem Computerspiel verdienen, das sie über uns gemacht haben. Aber dieses Genie hatte den Vertrag im Safe eingeschlossen und dann die Kombination vergessen. Was ist so schlimm am Schlafwandeln? Normalerweise nichts, aber wenn Fred schlafwandelt, erinnert er sich an die Kombination vom Safe. Er ist dann im Büro, öffnet ihn, schreit wie eine Katze im Ofen und wirft ihn wieder zu. Irgendwas da drin macht ihm ziemlichen Kummer. Leider war ich nie schnell genug, die Kombination zu sehen, weil er so schnell ist. Wie hat er es geschafft, mit Schlafwandeln aufzuhören? Mit dem Schlafen aufgehört. Fred trinkt eine Menge Kaffee. Ich trinke nur entkoffeinierten. Ich habe gerade die Statue bewundert. Dankeschön. Sie gehört seit der Gründerzeit zur Edison-Familie. Einer von Freds Vorfahren machte sie. Ziemlich gute Ausrüstung haben Sie hier. Ja, das Überwachungssystem ist das Beste im ganzen Staat. Ist das ein Plexus 7000 Videorekorder? Na klar, mit einem Doppel-Kobalt-Geschwindigkeitsmotor. Nicht anfassen! Sind das xenophobe Kristallmatrix-Monitore? Das sind sie bestimmt. Die sind so klar, man kann sogar die Fliegen an den Wänden sehen. Nicht anfassen! Könnte ich wohl ein bisschen damit spielen? Auf keinen Fall! Okay, ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Komm zurück, wann immer du willst. Dr. Freds Büro. Da passiert nichts. Mensch, sie sieht noch schlechter als vor 5 Jahren aus. Entschuldigung. Hallöchen, mein süßes Zuckertüpfchen. Yippie! Nichts für ungut. Okay. Aha. Ich sehe einen großen pulsierenden Typen mit blauen Streifen drauf. Sieht wie der Flur aus. Etwas Seltsames passiert hier. Da passiert nichts. Geh da weg! Na schön. Ich schaue mir die Räume ab und zu gerne in Retro an, nur um zu sehen, wie es damals aussah. Und wie gesagt, es würde mir besser gefallen, wenn die Steuerung nicht auch... Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, ja, die alte Nuss? Wenn die besser wäre. Ja, nun, ich... Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli, Bernard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Hm, da läutet nichts. Aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge.
Also hast du die Militärsache auch aufgegeben? Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Ich sammle jetzt Briefmarken. Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Ich meine, nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, sie sind meine einzigen Freunde. Süßer Hamster, kann er Kunststückchen? Nein, er sitzt einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber irgendetwas passierte mit ihm. Oh Gott, man kann im ersten Teil nämlich den Hamster in die Mikrowelle packen und dann stirbt der natürlich. Und ich habe mir noch gedacht, so von wegen, ach cool, der Hamster ist noch da, dann ist das quasi nie passiert, aber das war das traumatische Ereignis, weswegen er sich an nichts mehr erinnern kann und so weiter. Was ist aus dem alten Hamster geworden? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz und dieses schreckliche Geräusch. Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding! Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Nun, manchmal benutzt er ihn im Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt er und wird nass. Und dann wird ihm kalt und er weigert sich zu arbeiten. Dein Vater oder der Hamster? Machst du dich über mich lustig? Nein, ich... Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Ich meinte ja nur... Oh, es macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... Ausbannen. Ich will ausbannen. Ist schon okay, ich habe ja meine Briefmarken. Sind alle deine Hobbys so interessant? Ich habe keine anderen Hobbys. Briefmarken sind mein ganzes Leben. Wenn ihnen mal etwas passiert... Oh Gott, bitte Spiel, lass mich dem nicht die Briefmarken klauen aus irgendeinem Grund. Das ist ja furchtbar, ey. Wie geht's euch so? Papa ist im Keller und experimentiert. Mama ist nebenan und beobachtet eine Hochzeitsnacht. Ted ist im Garten. Hält er einen Bowlingkugelhalter? Eigentlich ist es ein Vogelbart, aber was du sagst, klingt besser. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Friede sei mit dir. Das ist C64. So einen wie dich habe ich noch irgendwo in der Garage. Hallo, kleiner Computer. Ich respektiere dich, obwohl du nur 64K Speicher hast. So einen wie dich habe ich noch irgendwo in der Garage. Ja, der dazu. Okay. Pony Express Marken. Ja, nicht unbedingt die wertvollsten, aber sie haben einen ideellen Wert für mich. Er liest das Wall Street Journal. Oh nein, wir können den Hamster mitnehmen. Ich habe jetzt schon Angst. Um Himmels Willen. Wenn dem Hamster was passiert, ey. Ich habe den extra verschont damals. Naja, gehen wir mal die Treppe hoch. Ach Quatsch, wir kommen ja von oben, ne? Gehen wir mal die Treppe runter. Aber ich schätze mal, das ist im Grunde ein Rundgang, oder? Irgendwie. Ah ja, gut. Zumindest können wir uns hier ein bisschen umschauen noch. Grün! Bernhard! Was machst du hier oben? Tja, ich konnte Purpur nicht stoppen und er ist losgezogen, die Welt zu erobern. Ich habe Angst vor dem, was er mit mir macht, wenn er mich findet. Beantwortet das deine Frage? Ja. Hey! Was gibt's, Bernhard? Was glaubst du, was Purpur jetzt macht? Nun, er will die Welt übernehmen. Also denke ich mal, er wird etwas Gemeines anstellen.
Macht er Genexperimente mit kleinen Schmusetieren? Ich will es nicht beschwören, aber ich dachte da mehr an etwas Politisches. Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Ich habe Angst, den Raum zu verlassen. Ich glaube sogar, dass ich mich nicht vom Fleck rühren kann. Purpur macht mir höllische Angst. Wie geht es deiner neuen Band? Grüntee und die Sushi-Teigs? Wir machen uns gut. Wir haben uns entschieden, die Qualität unserer Band zu verbessern. Berauschende Dreiton-Stimmenharmonie? Lautstärke, Mann, Lautstärke. Wir müssen das ändern, um eine Chance auf ein Grimmi zu haben. Wir nehmen die Pausen raus. Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Ja, aber wir haben uns dann für einen Typen entschlossen, der Elektrowerkzeuge spielt. Dadurch kriegen wir mehr Sound. Arbeitet ihr an einem Album? Ja, wir machen eine CD. Rap auf der Stirn. Da sind ein paar Stücke in der Anlage, wenn du sie hören willst. Schon mal im Radio gewesen? Nein, fürs Radio sind wir etwas zu unkonventionell. Aber wir haben viele Fans in der Szene. Großartig. Jupp. Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Frag nicht. Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Oh, das ist ganz einfach. Wieder rauszukommen ist viel schwieriger. Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Nein, Purpur hat sie hergebracht, nachdem er Arme bekam. Er war aber ziemlich enttäuscht, weil er keine Finger hat. Man sieht sich, Grün. Ja, viel Glück beim Weltretten, B-Man. Ziemlich viel Power in dieser Anlage. Ich kann es kaum erwarten, meine CDs auszuprobieren. Kein Etikett, wahrscheinlich unbespielt. Wow, das ist laut! Die würden Hoki gefallen. Oh oh, sieht so aus, als ob es klappen könnte. Ich will die Welt nicht erobern. Oh oh, sieht so aus, als ob es klappen könnte. Kühe umgeworfen, Polizei schauend. Das hatten wir doch schon. Ach so, aber vielleicht... Ne, bevor wir... Ja, Safe Game und so. Okay. Es ist sinnlos. Niemand wird sich hier für mein Design interessieren. Also werde ich meine Karriere hier in diesem schäbigen Hotel beenden. Wie angemessen. Nicht mal das kann ich richtig machen. Bis auf diese Schinkendrops habe ich alles, was ich daraus haben wollte. In diesem fluoreszierenden Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Man versteht kaum was von lauter Musik. Ich glaube, ich sollte mal runtergehen, wo der Pfannkuchen sich so halb von der Decke gelöst hat. Das war vielleicht ein Hinweis. Plastikkotze, ach so. Wie ist denn das da oben hingekommen? Da komme ich nicht dran.
weiß zwar nicht warum, aber ich werde jetzt den Hamster mal ins Hamsterlaufrad setzen. Wow, schau mal! Ach so, naja, okay. Ich weiß jetzt gerade nicht weiter. Ich würde sagen, wir wechseln in die Zukunft. Aber, hey, wisst ihr was? Wir speichern jetzt und dann machen wir Schluss für heute. Denn ich würde sagen, mit der Zukunft fangen wir dann in der nächsten Folge an. Weil, ich glaube, das wird ziemlich witzig und abgedreht. Weil in dieser Zukunft hat eben Lila Tentakel schon die Weltherrschaft an sich gerissen. Und ich glaube, Klone von sich selbst gemacht und quasi die Welt bevölkert nur noch mit sich, und das ist ein ziemlich witziges Szenario. Auf das bin ich schon gespannt. Ich glaube, das wird toll. Ja, aber für heute machen wir Schluss. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke für Ramsi, dass er mich quasi darauf gebracht hat, dieses Spiel hier zu spielen, denn es gefällt mir wirklich gut. Ich bin froh, dass ich Maniac Mansion jetzt auch durchgespielt habe, weil das ist schon ein Videospiel-Meilenstein, der mir gefehlt hat in meiner persönlichen Videospiel-Historie. Und Day of the Tentacle sowieso auch. Genau, dann bis morgen. Ciao.